Voting. Das heißt, hier können also die Second Life-Bewohner abstimmen, ob Ségolène Royal oder Nicolas Sarkozy die Wahl gewinnen sollen. Naja, LSL typisch, man sieht es hier oben, Royal mit 26,34% führt. Das ist ein Ergebnis, was wieder auch auf die soziokulturellen Besonderheiten von Second Life hindeutet. Da läuft es nun mal alles nicht so einfach wie im realen Leben und das Ergebnis wird hier durch die Maschine einfach nur nüchtern wiedergegeben. Wobei natürlich die Frage ist, wie diese Abstimmungsmaschinerie wirklich im Einzelnen funktioniert und wie anfällig sie eventuell für Manipulationen ist. Gut, nach dieser Impression geht es jetzt weiter zum Spaceflight Museum, einer ganz anderen Anwendung. Hier wird eben der Versuch unternommen, alles zum Thema Raumfahrt an einem Ort zu aggregieren, zu versammeln. Eine sehr aufwendige Welt, die auch eine gewisse Ladezeit bedeutet, mit sich bringt. Daher haben wir auch hier zwischendurch kleine Ruckler bei meiner Rundumfahrt, während ich nämlich darauf warte, dass der Rest geladen wird und die Welt gezeigt wird. Man sieht also verschiedenste Raketen, letztendlich alle Raketen, die jemals gebaut wurden, im maßstabsgetreuen Verhältnis. Und damit haben wir auch direkt schon eine praktische Anwendung, in der Tat, wie eine 3D-Simulation zur Wissensvermittlung genutzt werden kann. Ganz einfach, indem ich die Größe abbilde. Ich fliege jetzt mal hier auf diese russischen Raketen zu. Ich kenne mich hier schon ein wenig aus. Was ist das? Aha, die R7. Mal einmal ranzoomen, was hier geschrieben steht. Man sieht auch wieder, die Grafik baut sich langsam leider erst auf. Aber ich kann schon erkennen, klick hier for a note card. Das heißt, hier kann ich anscheinend auch noch einen weiterführenden Text lesen. Ein Klick und ich bekomme eine Sprachauswahl. Ich entscheide mich für die englische Version. Die Notecard wird geladen und was gibt's zu lesen? Ja, es dauert halt manchmal dann doch auch in Second Life. Okay, da haben wir es. Ein Hintergrundtext. Diese Texte gibt es letztendlich zu jedem Ausstellungsstück innerhalb des Spaceflight Museums. Und ich kann diese Texte auch behalten, wenn ich möchte, wenn ich auf Keep klicke. Ich habe mich jetzt aber für Discard entschieden und würde mir nämlich jetzt lieber erst einmal ein paar Details dieser Rakete anschauen und benutze die Zoom-Technik Alt-Zoom, die Taste Alt, und dann kann ich mit der Maus mich durch eine Szene sozusagen auch durchhangeln und an die verschiedensten Details sehr nah herangehen, um einen viel intensiveren und genaueren Eindruck zu erhalten. Okay, jetzt habe ich eigentlich auch genug gesehen von dieser R7 und ich würde mich gerne mal ein bisschen weiter umschauen, um nochmal auch besser vergleichen zu können, wie groß sind die eigentlich, die einzelnen Raketen. Man sieht da hinten rechts auch schon die Saturn, die Saturn 5, die Rakete, mit der seinerzeit die erste Mondmission durchgeführt wurde. Und hier geht es dran vorbei, ja, da sieht man auch schon dann wieder ganz schön, wie unterschiedlich die Modelle gestaltet sind. Und hier diese Rakete, 165 Meter hoch. Da sieht man nochmal ganz schön Eindruck, wie groß die eigentlich ist im Verhältnis zu den ganzen gegenwärtigen Raketen. So, jetzt würde ich gerne mal schauen, was hier unten noch für Ausstellungsstücke vorhanden sind. Es ruckelt jetzt leider etwas, da in der Tat sehr viel Geometrie geladen werden muss. Das heißt also Daten und gleichzeitig auch noch die Darstellung dieser Daten beansprucht die Rechnerperformance. Hier sehen wir die erste private Raumschiffmission, das Spaceship One, plus eine Impression, wie es im Cockpit ausschaut. Das kennt man eigentlich von den normalen 360-Grad-Aufnahmen auch im Internet. Hier ist es ganz einfach in einer Box mit ein paar Texturen dargestellt. Und direkt weiter im Bereich der Education, der Weiter- und Fortbildung. Die VHS Goslar ist sehr aktiv in Second Life und bietet verschiedenste Kurse und Weiterbildung in Real Life, wie aber auch in Second Life, hier an dieser Stelle an. Sie haben sich also sozusagen ein kleines Grundstück, ein virtuelles Büro gemietet. Hier an diesem Empfangsschalter ist auch normalerweise ein Mitarbeiter der VHS da. Es besteht die Möglichkeit, hier sich sowohl über die Kurse in Goslar wie auch über die Second Life Kurse zu informieren oder aber auch selber als Dozent aufzutreten beziehungsweise hier auch als Dozent akquiriert zu werden. Und jetzt habe ich einfach mal hier eine Willkommensnotecard geöffnet, die eine Sammlung von Links enthält, die auch für Sie als Neuling in Second Life sehr interessant sind. Eine Übersicht über Fortbildungsangebote, aber auch, wo ich kostenlose Gegenstände bekomme, wo ich sofort anfangen kann, auch ohne viel eigene Lindendollar mein Avatar individuell zu gestalten. Auch alle weiteren Sourcen zum Lernen der verschiedensten Themen. Auf der anderen Wand finden wir dann die konkreten Angebote, die Öffnungszeiten der Volkshochschule.
welche Kursgebühren anfallen, aber auch Ermäßigungen möglich sind. Mal hier ein Beispiel aus einem VHS-Kurs. So, last not least und auch der allgemeinen Medienaufmerksamkeit sei es geschuldet, nochmal eine kurze Impression vom Rotlichtmilieu in Second Life, welches eigentlich fast gar keine Rolle spielt. Damit sind wir auch am Ende der Second Life-Einführung angekommen. Wir hoffen, Ihnen einen interessanten Überblick geboten zu haben, der Ihnen Lust auf mehr macht.